Okay, herzlich willkommen zu den Projektvorstellungen von den Community-Projekten von den Linux-Tagen 2023, Linux-Tagen Kiel 2023. Wir fangen mit Ubuntu an und jeder hat 5 Minuten. Bitte. Braucht ein Mikro, oder? Ach so, ja. So, das Mikrofon umhängt, dauert schon 2 Minuten. So, genau, ich bin heute für Ubuntu da, Thorsten Franz mein Name, ich bin Ansprechpartner der deutschen Community. Hier? Die Kamera. Ach so, in die Kamera sollte ich auch noch sprechen. Gut, bin Ansprechpartner der deutschen Community und auch international in Ubuntu Community Council tätig. Ich habe hier mitgebracht Ubuntu, einsteigerfreundlich und eine große Gemeinschaft. Darunter sind wir sozusagen bekannt bei Ubuntu, versuchen dort das Linux-System einsteigerfreundlich zu gestalten, mit einer großen Gemeinschaft, Community im Englischen, um dort weltweit den Leuten das eine gute Linux-Distribution anzubieten. Das machen wir jetzt seit 19 Jahren. Nächstes Jahr wird viel gefeiert, 20 Jahre Ubuntu. Nachdem wir letztes Jahr schon erwachsen geworden sind, wollen wir jetzt auch noch 20 Jahre feiern. Einige Partys haben wir schon vorbereitet, mal gucken, was wir alles machen. Ich gehe davon aus, dass der Startschuss in Deutschland bei den Chemnitzer Linux-Tagen geschehen wird im März. Aber wir kommen dann sicherlich nächstes Jahr dann auch wieder her. Was haben wir am Stand? Weil es geht ja auch hauptsächlich, was wir noch am Stand eben halt gerade zeigen. Dort haben wir die letzte Ubuntu-Version 22.04, die wir dort präsentieren, auf einem großen Touch-Display, wo man eben halt sich auch austoben kann. Und wenn ich schon sage Touch, wir haben auch Ubuntu Touch auf den Geräten dabei, also ein Gerät liegt auch unten, wo man das mal ausprobieren kann. Ubuntu Touch ist eben halt ein Ubuntu-System, was für Smartphones entwickelt wurde. Und das ist jetzt seit auch schon vielen Jahren unterwegs. Und ich habe das auf einem privaten Gerät, das ist ein Vodafone. Ah, die sind auch hier, das ist ja merkwürdig. Die sind auch unten da, da kann man auch noch ein anderes Vodafone auch noch angucken und ausprobieren. Kann man sogar eins kaufen. Ich habe das eben halt vor 3 Jahren mir besorgt. Bei den Desktop-Versionen sind wir in den letzten Jahren wieder mehr dazu übergegangen, auch unterschiedliche Derivate zu unterstützen, also nicht nur für mit GNOME 3 dort die Ubuntu-Version nur mit GNOME auszuliefern, was im Standard immer noch der Fall ist, sondern wir haben auch wieder mehr Community-Varianten, Ubuntu Studio, Ubuntu Unity und ganz viele andere, die wir eben halt als unterschiedliche Versionen anbieten. Genau, das wollte ich sagen. Kommt einfach vorbei an den Stand und habt noch viel Spaß hier. Der fühlt sich an. Geht nicht. Ich doch das nächste. So. Ja, ich möchte eGroupware vorstellen. Wie der Name schon sagt, ist eine Groupware-Lösung. Wir sind eigentlich immer auch auf den deutschen Veranstaltungen unterwegs, Chemnitzer Linux-Tagen oder hier auf der Kilux. Wir haben unten einen Stand. Wir fördern und sponsoren gerne auch diese Veranstaltungen, auch diese Kilux hier. Und ich will mal kurz was über die Organisation und über das Produkt erzählen. Machen wir ganz fix. Wir haben einen Slogan, Smart Online Office. Wir nehmen in der Groupware Informationen auf, verknüpfen die, das ist die Stärke. Das Ganze in einer Webanwendung, ausschließlich kein Desktop. Und unser Ziel ist, beziehungsweise wir haben es eigentlich erreicht, wollen es nur noch runder und besser machen, ein komplettes digitales Büro im Webbrowser, weil wir eben auch zum Beispiel ein Online-Office einbinden, Chat und so weiter.
Ich selber, ich bin der Stefan, ich bin eGroupware Community Manager und die Firma, die dahinter steckt, schauen wir uns gleich nochmal eben an, hat mich angestellt als Community Manager, um eben zum Beispiel hier zu stehen und mich um die Community zu kümmern im Sinne von Anwender, aber durchaus auch die Kundschaft, weil Community sind auch die Organisationen und Firmen, die für Geld eGroupware einsetzen. Das sehen wir auch als Community, weil nur beides miteinander funktioniert. Und ja, da kümmere ich mich drum. Also ich betreue unser Forum, habe viel persönlichen Kontakt, eigentlich immer öfters halt abends auch mal so ein Videocall. Ich mache ein bisschen Produktmanagement, bringe da meine Ideen ein, weil ich eben auch im Dayjob in einem Unternehmen, in einem Anwenderunternehmen arbeite. Und ich kümmere mich die letzte Zeit so ein bisschen was ums Iconset, auch mit einer lieben Kollegin hier aus dem Organisationsteam zusammen, die mich da unterstützt. Übersetzungen, Bugreports, das sind so meine Sachen und eben, wie gesagt, Veranstaltungen wie diese hier zum Beispiel. Was ich noch mache, ich bin auch im LibreOffice-Projekt unterwegs, deswegen auch so ein Kombistand hier unten. Da engagiere ich mich eben auch und versuche auf den Veranstaltungen das ein bisschen präsenter zu machen. Wir müssen dafür keine große Werbung machen, klar, aber ich sag mal fürs Projekt selber. Das heißt also auch Leute finden, die mitmachen, die übersetzen, die ja einfach unterstützen bei der ganzen Sache. Ich mache viel Vorträge zu eGroupware selber, aber auch eben Collabora Online halte ich regelmäßig Vorträge. eGroupware selber setze ich seit 2008 ein, im Unternehmen, im Dayjob seit 2010 und seit 2017 bin ich Community Manager. Ich habe also schon eine Weile damit zu tun. eGroupware selber hat seine Wurzeln vor ca. 22 Jahren mit dem ersten Fork von PHP Groupware. Also wir schreiben daran jetzt 22 Jahre. Es gibt das sehr lange und es wird auch, denke ich, noch sehr lange geben. Dahinter steckt eine GmbH aus Entwicklern, die sich so über die Jahre ergeben haben aus dem Projekt, um auch sag mal, die Entwicklung heutzutage natürlich zu bezahlen. Das ist die eGroupware GmbH. Wir sitzen in Kaiserslautern und bieten eGroupware auch als Rechenzentrumsleistung, als SaaS-Lösung an. Man kann es on-premises installieren, da gibt es jede Spielart, wie man mit uns zusammen sowas betreiben kann oder alleine oder wie auch immer. Den Rest lasse ich jetzt mal weg. Also wir machen auch Lizenzen und so weiter, Support, Organisationsberatung, Programmierung für Kunden und so weiter. Also es steckt eine GmbH dahinter und die mich dann eben auch bezahlt, um euch hier etwas darüber zu erzählen. Es gibt Lizenzen, Subscription, Lizenz erstmal, das Ganze ist unter der GPL veröffentlicht, wir sind auf GitHub, da gibt es auch ein bisschen Community-Beiträge an Programmiervorschlägen etc. Es gibt eine Community-Version und eine Business-Version. Die Business-Version hat halt ein paar Funktionen mehr, ein Modul mehr. Der Support ist entsprechend günstiger, schneller. Ansonsten leisten wir aber für die Community für die freie Version einsetzen, über unser Forum auch Support, auch von den Entwicklern selber. Es kann dann halt nur mal ein bisschen länger dauern. Genauso leisten wir auch für Community-Anwender, also Firmen zum Beispiel, die eben die Community-Version einsetzen für ihren Betrieb, denen verkaufen wir auch Dienstleistungen, weil sie sich einmal im Jahr ein Update machen oder wenn sie ein Problem haben, also auch die bedienen wir, auch wenn sie keine dauerhaften Kunden sind. Ganz kurz zu eGroupware selber. Also wir haben einen E-Mail-Client drin, wir greifen ganz klassisch auf IMAP-Mail-Server zu. Kalender, Kontakte, Infolog, das ist ein Kunstwort, Informationslogbuch, weil da drin sind sowas wie Aufgaben, Notizen oder jede beliebige andere Software, die man so benutzen möchte. Ich muss ein bisschen schneller machen. Projektmanager, Zeiterfassung über Stundenzettel, Ressourcenverwaltung, Verfolgungssystem, also Ticketsystem, Kanban-Board, Dateimanager, File-Sharing etc. haben wir drin. Wir binden Jitsi ein, BBB, Online-Office an Collabora Online, Rocket-Chat, Guacamole binden wir ein. Wie gesagt, mit dem Online-Office komplett, da versuchen wir das so abzubilden. eGroupware kann sehr, sehr viel, ist ein Konfigurations- und Funktionsmonster, aber ich muss immer dazu sagen, man kann das nutzen, man muss das aber nicht nutzen, man kann auch nur die grundlegenden Funktionen nutzen. Ja?
Videos gibt es eine ganze Menge dazu, auch von den Tux-Tagen oder hier von den Kilux. Ihr könnt gerne bei mir am Stand kommen, ich kann euch einen Link schicken, einen Flyer in der Hand drücken, wo diese Links sind. Da könnt ihr euch noch tiefer informieren darüber. Jo, das war schon der Schnelldurchgang. Ja, mein großer Vorteil ist, ihr könnt ganz viel von dem, was gerade gesagt wird, einfach mitnehmen. Tyne ist auch eine klassische Groupware-Lösung. Uns gibt es seit 16 Jahren. Ich selbst war auch mal bei eGroupware mit dabei als Core-Entwickler. Und es gab damals Gründe, dass sich die Entwicklung auseinander dividiert hat, die mittlerweile nicht mehr da sind, aber es ist so weit auseinander, dass es jetzt einfach unterschiedliche Produkte sind. Ganz viel von dem, was ihr gehört habt, gilt aber auch hier. Tyne, wann kann man Tyne gut einsetzen? Es hat eine sehr, sehr große fachliche Tiefe und es hat relativ moderne Oberflächen und synchronisiert sehr gut mit mobilen Endgeräten. Das wäre so von den Groupware-Parts vielleicht das Interessante. Wenn ihr euch Tyne angucken wollt, dann braucht ihr mehr als ein Feierabendbier, weil es eine sehr umfangreiche Lösung ist. Von daher sind wir eigentlich nicht hier auf den Kieler Linux-Tagen, um, sage ich mal, die Community zu umwerben, installiert euch bitte Tyne und macht damit irgendwas, weil eigentlich interessant ist das, wenn ihr es vielleicht für euren Verein braucht, der schon ein bisschen größer ist, oder für euer Unternehmen, was schon ein bisschen größer ist. Aber wir sind sehr, sehr gerne auf den Community-Veranstaltungen, weil wir Open Source lieben, weil alles, was in Tyne drin ist, ist Open Source. Alles, was wir vorstellen, auch wir bieten natürlich Support und so weiter, aber es gibt kein Source-Code, der nicht Open Source ist. Und deswegen sind wir hier bei den Community-Veranstaltungen. Und was wir eigentlich hier wollen, ist, wir wollen euch, weil wir sind immer hungrig nach neuen Mitarbeitenden. Das habt ihr sicherlich auch schon mitbekommen, dass es auf dem Markt gar nicht so leicht ist. Aber wir fühlen uns als Arbeitgeber eigentlich sehr gut aufgestellt, weil wir halt eine Passion für freie Software haben, weil unsere Mitarbeitenden echt große Freiheiten haben, freie Software einzusetzen, weiter mitzugestalten und mitzuentwickeln. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich. Noch einen kleinen Spoiler, ein Feature, was wir hier auf den Kieler Linux-Tagen bewerben, das ist unsere Arbeitszeiterfassung. Das haben ja bestimmt die meisten mitbekommen, gesetzlich jetzt gefordert und wie soll ich das nur machen? Und die haben wir auch in Tyne natürlich, weil wir so viel haben, auch eine Arbeitszeiterfassung. Aber es ist eine ganz interessante, weil es kombiniert Arbeitszeit und Projektzeit in einer sehr eleganten Art und Weise, sodass man wenig Doppelterfassung braucht. Und wenn ihr da Bock drauf habt, kommt mal bei uns am Stand vorbei. Und wer Bock hat, auch zu basteln, ich würde wahnsinnig gerne ein Projekt machen, wo man die gleiche Hardware, die man auch verwendet, um Zeiterfassung zu machen, also so am Drehkreuz, diese Stempeluhren und so, die auch zu nutzen, um Zugangskontrolle zu machen. Da sind wir mit einem Hardwarehersteller, der uns diese Stempeluhren macht, im Kontakt. Der bietet auch diese ganze Schließhardware an. Ich hätte so viel Bock dazu, das miteinander zu verbinden, aber ich habe noch keinen Kunden dazu. Und wenn ihr Bock habt, das vielleicht auf Community-Weise mitzumachen oder wenn euer Arbeitgeber auch sagt, Mensch, ich brauche jetzt mal ein gutes Schließsystem und eine Arbeitszeiterfassung, dann freue ich mich echt, jemanden da kennenzulernen, der da auf Bock hat. Ja, das war's schon. Interessant, ob ich denn noch richtig gekommen bin. Ups. Also Switcher IT ist mein Kollege von Kiwitendo. Ich habe jetzt leider keine Kiwitendo-Seite hier. Ich weiß nicht, warum der nicht unser Kiwitendo-Projekt vorstellt. Auf jeden Fall, wir kommen von Kiwitendo, ERP-Systemprojekt. Und Switcher IT ist unser Kollege, der hier oben im Norden in Kiel ansässig ist und auch Kiwitendo vertreibt. Kiwitendo ist ein ERP-System, Warenwirtschaft, Finanzbuchhaltung auf den deutschen Markt ausgelegt, mit Datev-Export, Importgeschichten auch von Datev-Dateien und ja, alles, was man eigentlich so braucht für den Warenfluss oder Auftragsbewerkstelligung, Einkauf
und was dazu gehört, was eine Firma so bewerkstelligt. Pflichtenheftmodul ist dabei, eine kleine Zeiterfassung, die kommt nicht an die von Tine dran, aber es bietet einfach grundlegende ERP- und CRM-Systeme. Klein, einfach zu erlernen und trotzdem auch sehr mächtig. Was kann ich noch dazu sagen? Hat diverse Shop-Schnittstellen zu Shopware 5, Shopware 6 und WooCommerce. Ich habe selber bei Kunden im Einsatz, wo wir bis zu 1000 Bestellungen pro Tag machen, also ist auch performant und skalierbar. Und ja, bietet im Endeffekt alles, was ein Betrieb so braucht. Switcher IT ist hier in Kiel ansässig. Die haben, wie hier schon steht, das im Angebot und bieten auch Fairphone und diese Wollaphones unten. Wir haben ja einen Stand. Und wenn dazu näher Fragen sind, dann müsst ihr runter an den Stand gehen. Und wir sind auf Suche nach Partnern für Kiwitendo, die sich auch finanziell daran beteiligen, also Nutzer, die sagen, wir wollen freiwillig einen gewissen Betrag dazu beitragen, weil ein Problem bei Open Source ist gar nicht die Entwicklung von neuen Features, sondern die Pflegearbeit des alten Quellcodes. Und neue Features bezahlen Kunden gerne, aber alte Dinge in Pflege zu machen, ist bei Open Source immer so ein bisschen so ein Knackpunkt. Und da möchte ich gerne ins Bewusstsein rufen, dass wenn man vielleicht Open Source benutzt, gerade solche Firmensoftware, dass man sich vielleicht auch finanziell beteiligt. Wir haben dazu ein Partnernetzwerk, da fängt es bei 250 Euro an. Man bekommt nichts dafür, man benutzt das Programm und unterstützt es einfach gerne freiwillig. Und es gibt aber auch nach oben hin keine Grenzen gesetzt. Ja, das soll es erstmal soweit gewesen sein von mir. Und das war's auch. Das ist so, können losgehen? Ja. Moin, ich bin Frank und vertrete jetzt unseren Vorsitzenden, der die Projektvorstellung hätte machen wollen und leider aus Krankheitsgründen nicht da sein kann, muss also ein bisschen rüber gucken. Wir sind Hackerspace hier in Kiel ansässig seit 32 Jahren. Wir hacken im Sinne von kreativer Umgang mit Technik vorwiegend. Ja, und man kann ganz normale Leute dort auch treffen, ganz unterschiedlich ausgerichtet, wir machen ganz viele Themen, ja, abhängen, philosophieren, lernen, Mate trinken, so was man so in Hackerspaces so tut, Dinge und Projekte besprechen und verwirklichen. Am Wissensaustausch wachsen, das ist unsere Definition auch, die unter Hacken so mit noch drunter fällt. Dinge kritisch hinterfragen und so weiter, jetzt wird es ein bisschen konkreter. Wir können schon mal schauen, wie es aussieht. Wie habe ich einen übersprungen? Nö. Also, natürlich kann man einfach vorbeikommen. Man braucht nicht erst Mitglied werden. Man kann einfach vorbeischauen zu Terminen, am besten vorher anrufen. Und es ist ganz gemütlich. Das hier ist eine etwas dunklere Phase, wo man gleich von ein paar Blinkeffekten empfangen wird. Und ein Couchbereich, in dem man sich ablenken kann. Man kann bei uns auch jeden Samstag beim Retro-Gaming sich gemütlich machen und Retro-Gaming-Spiele genießen. Manchmal wird auch was konstruktiv gemacht, irgendwie Dinge zusammengebaut oder auch selber was programmiert. Der Frickelbereich ist ziemlich umfangreich. Wir haben jede Menge Elektronik-Ausstattung. Wir haben alles zum Löten da, wir haben Platinenfräse, wir haben, wie man unten am Stand jetzt auch ja sehen kann, demnächst eine Pick-and-Place-Maschine, die die SMD-Bauteile auf Platinen platzieren kann. Ja, diverses Zeug, was man so braucht, wie man ja sieht.
Es gibt ganz viele Kreativprojekte, Dinge, die blinken. Das ist so, was ich da gerne mache. Oder Arduino für Einsteiger, alles Mögliche. Also wir sind da ganz bunt aufgestellt. Das ist freitagabends und praktisch auch ein ganz stabiler Termin. Jeden Freitag in der Regel, ja. Man sollte vorher anrufen, bei allen Sachen. Da oben Alien, ja, die kommen bei uns aus dem 3D-Drucker. Da haben wir inzwischen schon ein paar angesammelt. Wir haben einen dedizierten 3D-Druckerschrank mit einem eigenen Raum. Also die können da ihren Lärm fabrizieren, während wir in Ruhe andere Dinge machen können. IT-Sec ist am Montag, das ist so ein bisschen Chaos-Treff und Sicherheitsfragen und Dinge ausprobieren, die mit solchen Security-Sachen zu tun haben. Das hätte der Thiel, also der jetzt den Vortrag nicht hält, sonst genauer vielleicht ausgeführt. Und wir beherbergen noch die verschiedensten Projekte. Freifunk, das haben wir jetzt seit 10 Jahren ungefähr bei uns untergebracht. Da trifft man sich, ich weiß gar nicht wie oft im Moment, monatlich war in der Regel. Digital Courage, die sind bei dem Montag mit bei vor allem und personell bei uns irgendwie anwesend auch. Und da kann man natürlich auch den Kontakt knüpfen. Free Software Foundation Europe haben wir. Connection ist im Moment keine aktive Veranstaltung, aber kann auch werden. Also wer Lust hat, Kontakt in der Richtung zu knüpfen, herzlich gerne. Und der Chaos-Treff ist mal mit dem schönen selbstgemachten Symbol da dargestellt. Ja, falls ihr interessiert seid, wir haben einen schönen kleinen Flyer unten am Stand und so ein bisschen was zu sehen an Maschinen und Blinkkram. Und ja, ansonsten herzlich willkommen in der TopPoint demnächst. So, jetzt nichts. Es klappt sogar. Genau. Das letzte Projekt heute. Erstmal hört mich nicht. Achso. Okay. Hallo, ich bin Christina. Ich bin fürs Open Source Projekt Inkstitch mit hier. Wir haben eine Erweiterung für Stickmaschinen. Dafür benutzen wir Inkscape als Grundlage und ist quasi ein Add-in drin und das Inkstitch übersetzt dann die Vektorgrafik in für die Stickmaschine lesbares Format und dann haben wir halt so Rahmen an der Stickmaschine, das ist also quasi wie eine Nähmaschine, wo auch die Nadel hoch und runter geht, kann man sich so ein bisschen wie ein 2D-Drucker vorstellen auf Stoff und da hat er halt eine XY-Verfahrvorrichtung und kann halt die Codes sind halt für die Maschinen unterschiedlich, aber wir haben die Schnittstellen reverse engineered halt eingebaut, sodass sie mit allen Stickmaschinen, die auf dem Markt üblich sind, gängig einlesbar sind. Und dann verfährt er halt den Faden über das XY-System und da kann man halt Patches machen oder Osteranhänger. Muss ich das da an die Kamera vielleicht halten? So, wir können auch große Projekte realisieren, wenn wir in so eine 30.000 Stiche Datei mal erstellen kann für einen Pulli, also das von meinem Sohn, der Hoodie oder auch Applikationen. Da kann man halt Stoff auflegen, anstatt das komplett zu sticken. Und habe ich auch hier noch eins mitgebracht. Dann haben wir also für Geburtstagst-T-Shirts oder was, kann man sich kreativ austoben. Und wir haben quasi im GitHub halt unser Projekt und in Deutschland programmiert das eine Frau und in USA ist jemand und in Frankreich. Wir sind also zu dritt für die ganze Erweiterung und es ist relativ viel Funktion drin und ein paar Leute übersetzen auch noch, aber es wäre cool, wenn sich jemand noch findet, der da Bock drauf hat mitzumachen und dann seine kreativen Sachen da auf seine T-Shirts oder was auch immer aufbringen möchte.
Wechsel. Abkündigung gehen. Was jetzt? Soll ich eine Abkündigung machen? Achso. Vielen Dank für das Vorstellen der verschiedenen Projekte. Wir können ja gleich runtergehen. Gleich sind wieder alle da und können befragt werden. Und ansonsten bis zum nächsten Jahr in der Community Area, wo es die bestimmt wieder gibt. Vielen Dank.